So, da bin ich auch mal wieder bei Super Paper Mario. Und ich werde mal... Es ist verschlossen. Ja, super. Wetten, ich muss den hier oder einen da vorne oder was weiß ich wo mitnehmen. Den hier habe ich schon. Gut, dann versuche ich jetzt mal den. Hey, und abfährt. Supi. Da. Das war jetzt richtig fies. Mann. Das war richtig gemein, das müsst ihr zugeben, also. So, und so. Ne? Trockenpilz brauche ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. So. Was für Rätsel kommt jetzt? Bin mal gespannt. Wir sind übrigens im zweiten Kapitel von... im zweiten Abschnitt des Kapitel 8. Okay, hier war nix. Und hier? Abwärts. Yeah. Hm. Yo. Oh. Das ist nicht gut. Die mag ich nämlich nicht. Den könnte man denn... Dafür könnte man eigentlich perfekt Luigi. Haha, scheiße, stimmt ja. Wir brauchen Mario. Ja, das wäre jetzt eigentlich eine Doofheit von mir. Da könnte man rein theoretisch mal... So. So. Das passt. Ja. Bam, bam, bam. Ah, da ist auch der Schlüssel. Okay, okay, okay. Also. Wir werden... Schätze ich mal, sehr bald schon mit diesem Spiel hier fertig sein. Habe ich das Gefühl, ich speichere vorsichtshalber nochmal. Ja. Ich schätze mal, also, so lange kann es ja nicht mehr dauern. Wie wunderbar, ihr seid nun hier. Ich wusste, ihr kommt her zu mir. Ob es daran liegt, dass ich immer reime? Helden, lauft nicht weg. Bleibt hier bei mir auf diesem Fleck. Die Sterne führten euch hierher. Oh, wie schön, das freut mich sehr. Hm, bist du wirklich Merli? Oh weh, was willst du damit sagen? Ach Mann, möchte man glatt verzagen. Ihr seht mein liebliches Gesicht und glaubt mir trotzdem nicht? Nein, nicht wirklich. Ah, ich stelle euch der Fragen 3, antwortet von der Leber frei. Seid ehrlich und belügt mich nicht, sagt mir die Wahrheit ins Gesicht. Seid ihr bereit, es ist Fragenzeit. Welcher von den dreien bereitete... euch die größte Pein. Hä? Klubber. Klubber? Klubber. Also dieser, da macht dir die meiste... Und welcher dieser fiesen drei macht euch eure Knie glatt zu Brei? Das. Das macht euch... vor Furcht ganz kalt und heiß. Ach, wie gut, dass ich das weiß. Weil ich wette, gleich kriegen wir das um die Ohren gefeuert. Und welche hier sind euch zuwider wie falsch gesungene Kinderlieder? Fehlschlag. Das also macht euch sauer. Interessant, jetzt bin ich schlauer. Ach, wie war das heiter. Aber ich muss weiter. Doch keine Angst und seid nicht bang. Wir sehen uns bald. Dauert nicht lang. Ja, wetten, wir kriegen das jetzt um die Ohren gefeuert. Was wir da angegeben haben. Jetzt müsste ein Klubber kommen. Es war so klar. Oh. So. Was ist das denn? Sehr scharfe Soße, verdoppelter Angriff temporär. Okay. Wetten, im nächsten Raum liegt ein Donnerzorn. Wette ich mit. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Eigentlich könnte man den Eishauch ja mal verabschieden. So, und jetzt dürfte eigentlich ein Fehlschlag kommen. Oder habe ich Konrad gewählt? Nein, so viele Fehlschläge.
La 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 la. Einfacher als man denkt. Wie kann das sein? Unmöglich. Oh, in diesen Räumen war alles, was ihr hasst. Wie seid ihr da durchgekommen? Es sei denn natürlich, ihr fiesen Gemeinis habt mich angelogen. Wir doch nicht. Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Wie kannst du es wagen, uns Vorträge zu halten? Du hast gerade Merlon und Merlin nachgemacht, um uns in deine Falle zu locken. Du solltest dich schämen. Ich mich schämen? Ich kriege gern, was ich will und ich tue alles dafür. Du musst doch ständig gerettet werden. Dafür solltest du dich schämen. Bom, bom, bom. Wo sie recht hat, hat sie recht. Du hast eine ganz schön große Klappe, wenn deine kleinen Beschützer hier sind. Du, also gut, wenn du es so willst, sollst du bekommen, was du verdienst. Prinzessin Peach, ihr werdet doch nicht... Haltet euch da heraus, ich bin eine Prinzessin und sie hat mich beleidigt. Ihr mischt euch nicht ein. Kapiert? Okay, 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 okay. Och, das süße kleine Prinzesschen will sich ganz allein mit mir anlegen. Deine kleinen Freunde hier werden sicher traurig sein, wenn ich mit dir fertig bin. Mi, 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 mi. So, jetzt kommt wieder diese gruselige Verwandlung. Kitsching. Yeah. Alter, ich kann die Beine gar nicht sehen. Ja. Bis jetzt läuft alles ganz gut. Au. Oh, das ist nicht gut. Was war denn? Wie war denn das? Ich musste. Ach ja. Wofu-Witz, ne? So. Ey. Autschen. Jetzt reicht's aber langsam. No. So, so. Und nicht so. Was jetzt? Das ist neu. Ne, toll. Wie soll man das machen? Okay. So. So. Au. So. So. Jetzt geht sie wieder nach oben, aber ich guck mal, wie viel Lebensenergie die hat. Ja, ach nee. Die Tür will ich auch nicht wissen. Unsere alte Bekannte Mimi diesmal. Na toll. Okay, also wir wissen nicht, wie viel Lebensenergie sie hat. Und sie greift willkürlich an. Und trifft nicht einmal. So, jetzt dürfte ich sie ja wieder treffen können. So. Und so. Wie viele Beine hat sie denn? Uah, das ist fies. Sekunde mal. Ich nehme mal ganz kurz. Nicht Lebenspilzen. Ah. Langzeitmix. Neige so und so wie beschrieben. Ja, ja, ist gut. Ja. 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 So, passt alles. Und jetzt nehme ich nochmal aus Spaß an der Freude. Nehme ich jetzt ein, wo war's denn? Fleischkeule. Angriff gestiegen. Oh yeah. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist auch. Das ist gut. Das ist nicht gut, das jetzt, aber. Solange wir hier unsere Dings alles, unsere Leben wieder aufgefüllt kriegen, ist ja alles in Ordnung. Jetzt ist sie hier hinten, gleich springe ich einmal auf sie drauf und dann müsste sie eigentlich down sein. Oder auch nicht, weil der Angriff irgendwie nicht gestiegen ist. Au.
Alter, wie soll ich denn die jetzt treffen? Ne, jetzt ernsthaft. Da hilft mir nur noch der Donnerzorn. So, müsste eigentlich gleich klappen. Bam. Bah. Ich bin so gut wie tot. Aber ich habe ja zum Glück noch die Lebenspilze. Von daher dürfte das nicht so schwer sein. So, jetzt muss ich nur noch treffen. So. Und so. Endlich. Ich kapiere das nicht. Besiegt von einem schwachen, verwöhnten Prinzesschen. Du. Was ist los? Hat Klein Mimi sich an dem Prinzesschen eine Milchzähne abgebissen? Ihr habt es geschafft, Prinzessin. Oh yeah. Die Leere breitet sich aus. Wenn wir weiter trödeln, sind wir erledigt. Du hast recht. Los, weiter. Mimi, du kannst hier nicht bleiben. Such dir einen sicheren Ort. Ja, klar. Als ob dich das interessiert. Es war klar. Da waren es nur noch zwei. Prinzessin? Sie geht nicht auf. Oh, nee. Ja, da waren es nur noch zwei. Oh. Und tschüss. Auch wenn ich das gerade nicht vorgelesen habe, das tut mir jetzt leid, aber die ganze Burg hat gebebt und die Tür lässt sich nicht öffnen. Erst Posa, jetzt die Prinzessin. Was sollen wir tun? Lauf um dein Leben. Oh Mann. Es war klar. Dann verabschiede ich mich hier mal von euch. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Part. Euer Renchy LP. Und es spitzt sich ganz schön zu. Ciao.